Was geht ab, meine Freunde? Hier ist euer Schnuller. Heute kommen wir mal zu einem Videothema, wie man schon am Titel erkennen kann: Waffenskins in Fortnite anpassen. Wie die meisten wahrscheinlich noch wissen, von der Black Ops 3 Zeit konnte man seine eigene Waffe designen und sogar diese Tarnung noch draufpacken. Und dasselbe könnte in Fortnite vielleicht auch reinkommen. Guckt euch einfach mal dieses Bild an, Leute. Am Bild kann man schon direkt erkennen, dass sowas in Fortnite möglich wäre. Man kann die Waffe dann leveln, wie man schon am Bild erkennen kann. Man kann eine Tarnung draufpacken, man kann einen Effekt draufpacken auf der Waffe und ein Emblem. Genauso wie damals in Black Ops 3. Und ich finde diese Idee gar nicht mal so schlecht. Also da war ein Junge oder ein Mann oder was auch immer, ist auch egal. Auf jeden Fall war da einer, der einfach mal sowas designt hat, wie sowas aussehen könnte, und macht damit Fortnite einen Vorschlag. Wie findet ihr diese Idee von dem Kerl, was er da hergestellt hat? Ich finde das auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und deswegen mache ich einfach mal dieses Video, um euch mitteilen zu können oder zeigen zu wollen, wie sowas aussehen könnte. Und ich finde, dass sowas ins Spiel reinpassen würde. Also meiner Meinung nach ja. Und ich würde damit einfach mal sagen, falls ihr dieses Video bis hierhin geschaut habt, schreibt einfach mal in den Chat Schnullergang rein. Und dann würde ich einfach sagen, das war's mit dem Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Schnuller und ciao. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen.